Moin Moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Seven Days to Die Alpha 21 und jetzt endlich, aber wirklich endlich würde ich gerne so zumindest so tun, als wenn wir wissen, wie wir wohnen wollen. Wir haben ja jetzt letzte Woche, ich komme immer noch nicht ganz drauf klar, dass wir einfach die Spitzhacke bekommen haben, nachdem ich so rumgejault habe. Das ist so, Dankespiel. So. Und zwar hatten wir uns ja hier schon mal ein Loch angefangen zu graben. Und ich würde gerne nach Möglichkeit versuchen, unter den Parkplatz zu kommen. Und ich möchte dafür jetzt mich nicht durch den Parkplatz graben. Na gut, dann gehen wir natürlich durch. Hä, wir brauchen eine Stahlschaufel mittlerweile. Ich würde mal sagen, ich grabe mich jetzt hier so lange durch, bis ich auf normalen Stein treffe. Okay, ich glaube, das ist zu viel. Aber ein, zwei Blöcke können wir noch. Nee, die Stahlspitzhacke macht auch schon One-Hit. Das ist okay. Also bei Sand. Oh, ich kann es nicht sein lassen, ne? Ich grabe einfach weiter. Komm, das ist tief genug. So. Jetzt müsste ich natürlich nur noch mal... Ist Südwesten die richtige Richtung? Nee, eigentlich Westen, ne? Also, letztendlich müsste ich mich nach Westen durchschlagen. Okay. Ist natürlich ganz nett, dass wir direkt in ein Erzprogramm haben. Ist natürlich streng noch mal ein bisschen schade, dass es erstmal Ölschiefer ist. Weil irgendwie. Das ist ja von den Erden, die wir gerade haben, ziemlich das, was wir am wenigsten brauchen. Okay, wartet mal. An die Ostwand nach Möglichkeit. Ich glaube, ich mache vielleicht mal ein paar Blöcke mehr. So. Nein, theoretisch haben wir da jetzt schwindest du mal ein bisschen. Also wir haben jetzt angefangen mit dem Hausbau, können wir auch hier weitermachen mit all möglichen anderen Sachen, ne? Also, hab ja mein Ziel erreicht. So, natürlich nicht, aber... Ich habe ja gewarnt, es wird ein bisschen grabelastig heute werden. Mit ganz viel Pech natürlich auch noch über heute hinaus. Building Block, komm, gib mir mal 100. War gut, 307, dann nehmen wir 150. Kraft. Irgendein Zombie, damit wir jetzt noch was getötet haben heute. Müssen wir mal gucken. In jedem Fall, ich kann auch nicht zu weit in diese Richtung. Das müsste ich mal versuchen abzuzählen. Jupp. Wir können in die Richtung. Wo ist denn das Loch? Da. 2, 3, 4. Wegen dem Strich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30. Ja, aber das ist dann auch wirklich absolute Grenze. Wir können bis zu 30 Blöcke in diese Richtung gehen, quasi an unsere Außenwand.
das fände ich eigentlich ganz cool, wenn wir es irgendwie schaffen würden, diese Grenze ein bisschen zu markieren. 30. Eins. Scheiße. Ey, wir müssen ja nicht ganz durchkommen jetzt im ersten Moment. Wir können ja irgendwo auf halber Strecke schon mal was bauen. Ah, wo das halbwegs Gute ist, wir sind hier irgendwann hier durch das Ölkram durch. Dann dürfte es gar nicht mehr so schlimm werden, hier was bauen zu wollen. Natürlich ist die Ausdauer auch nicht hilfreich hier. Müsste das mal anders gestalten. Was ich besser zählen kann. Ich mach mal jeden zweiten Block. Ich glaube, damit würde ich meine Übersicht gewähren. Ha! Schön. Nächtle! Also erstmal mache ich einfach so. Ich kann ja nachher damit nochmal zählen, indem ich einfach jeden zweiten Mal rausnehme oder so. Ich glaube, ganz ehrlich, dass das dann quasi wohnorttechnisch das sein wird, wo bis jetzt die meiste Arbeit reinfließen muss. Was ja jetzt nicht pauschal schlecht ist. Und wir kriegen ja nebenbei ein bisschen Erz. Man muss es ja mal positiv betrachten. So kommen wir zumindest voran, ne? Weil ich habe ja jetzt jedes Mal drei Blöcke, die ich wegschlagen muss, damit wir hier diesen Weg durchkriegen. Das sind jeweils 7 Stege, glaube ich. 21 Stege, also pro Block, den wir weiterkommen wollen. Ich probiere das gleich nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. 21 Stege pro Block, den wir weiterkommen wollen. Rein theoretisch ist das Langzeitziel 30. Das heißt, 30 mal 21 Blöcke macht dann 630 Stege. Gut, könnte schlimmer sein. Vor allem, wir haben zwischendurch auch immer noch die Möglichkeit zu schaufeln hier. Da kommt man ja auf Schlag weiter. Ich habe ja eigentlich auch das Buch gefunden, dass ich nebenbei hier Edelmetalle finde. Ja, sogar schon Silber. Also man kann auch sagen, wir machen das alles, um unser Geldvorrat aufzubessern. Da ist noch einer. Normaler Stein. Oder Asphalt. Oh, das wäre böse. Oh, das wäre richtig böse. Ja, noch ist alles gut. Oben ist ein Zombie unterwegs.
Okay, es ist Stein, gut. Ich meine, Asphalt wäre so bei 1500 Blöcken gewesen. Gut, es ist designt wie Asphalt, aber es hätte noch schlimmer kommen können. Oh ja, hab schon ordentlich was geschafft, ne? Eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice! Okay. Ja! Wir haben schon ein Drittel geschafft! Mensch! Und das erst nach 10 Minuten! Yay! Naja, wir machen hier ein bisschen. Ich würde gerne versuchen, wirklich durchzukommen mit dieser Linie. Aber erstmal provisorisch natürlich anderweitig irgendwo ein kleines Räumchen reinbauen, damit wir hier überhaupt irgendwas quasi schon mal erreichen können. Das sieht gerade witzig aus, hier in diesem Asphalt drin. Gut, in die Richtung da, wenn man den Ölschiefer anguckt, das sieht echt nicht so geil aus. Man kann ja nicht alles haben. Da kommen ja später alles schicke Wände hin. Hungrig! Ja, gut. Ja, dann einfach gucken, ob wir oben irgendwas erlegen können. Kann es sein? Dass du Weichteilschmerzen haben müsstest. Hast du da oben? Hey, Action! Doch mehr doofes Graben. So, ich hätte aber gerne was zu essen. Haben wir noch Bacon and Egg? Jo, haben wir. Ja, ich finde dann nochmal einen goldroten Tee. Apropos Tee, habe ich nicht auch Chrysanthemen damit genommen? Das sind Chrysanthemum-Samen. Ich war mir sicher. Ja. Können wir ein bisschen Tee kochen. Auch 40 Minuten. Machen wir gleich mal ein bisschen Holz rein. Ja, eins zu viel. Passt schon. Gut. Also wir machen den Ball auch wieder Tee. Wir müssen sogar noch ein Level abschaffen jetzt in der Runde. Nice. Sind 14, 15, 16. Okay, wir kommen deutlich schneller voran, als ich gedacht hatte. Ich nehme die hier mal weg, damit wir auch im Fünfer sind. Macht's gut.
Ja, Ausdauer. Stellt euch das Ganze jetzt nur noch irgendwie 15 mal breiter und 5 mal höher vor. Dann haben wir schon mal ein grobes Bild davon, wie es aussehen könnte. So, können wir eigentlich mal ein bisschen schnacken? Für mich ist jetzt hier gerade direkt Mittwoch. Ich bin jetzt bei den Kommentaren so grob, soweit wie die Kommentare halt geschrieben worden sind, zu der nächtlichen Action im Pass and Gas. Also wie sie zum Status jetzt Mittwoch früh geschrieben sind. Ich habe das Gefühl, dass das doch ein bisschen gut ankommt bei euch, wenn ich irgendwie dumme Entscheidungen mache und leide. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt wirklich eine gute Charaktereigenschaft ist oder nicht. Aber ich freue mich natürlich sehr, dass ihr daran Spaß habt. Speziell, dass ich das dann, das Ende der Folge, was doch recht spontan erfolgt ist, wenn ich das mal so sagen kann. Das war so, ja. Aber auch da, ich freue mich wieder unendlich über das, Feedback eurerseits. Danke, danke, danke. Richtig gut. Ich habe nicht mehr so viel Spaß gehabt, Kommentare lesen. Okay, das klingt jetzt auch ein bisschen falsch und vorwurfsvoll, aber so ist es gar nicht gemeint. Oh, jetzt bei 15. 16, 17, 18, 19, 20. Oh. Das ziehen wir durch. Weil ich brauche ja noch nicht mehr so viele Stege. Es ist ja nur noch Stein. Ist das Sand? Oh. Ins nächste vorkommen, oder? Ah, ist okay. Das gibt dem Ganzen natürlich einen kleinen Dämpfer. Aber ist okay. Kurz ein bisschen. Beim nächsten Mal, wenn sie leer ist, könnten wir auch mal schauen, dass ich den Skillpunkt unterbringe. Obwohl, ich glaube, wir waren uns ja relativ sicher, dass das beim effizienteren Schleichen schon Sinn ergibt. Ja, ich glaube, wir hatten alles irgendwie durchgeguckt. Ich habe das jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube, das hier war mit am besten. Prozent weniger Geräusche, 10% schneller laufen. Search for up to 50 seconds. Ich mache das jetzt einfach. Wird ja schon. Wenn ich das so im Kopf habe, wird das ja schon irgendeinen sinnvollen Gedanken gehabt haben, den ich da versucht habe zu vollziehen. Oh, Moment. Wir sind jetzt bei. Ist jetzt 20? 21, 22, 23, 24, 25? Wir sind nochmal 27. Oi! Das freut mich doch.
29. Oh mein Gott. Dahinter ist der 30. Block. Und den wollte ich als Außenwand nehmen. Obwohl, da muss ich mal gucken, ob das Sinn ergibt. Warte mal. 25, 26, 27, 28, 29. Hey. 30. Jetzt muss ich oben nochmal kurz nachgucken, ob das wirklich so Sinn ergibt. Beziehungsweise, ich fände es ja klug, wenn das hier auch Außenwand wäre. Also diese Blöcke hier, dass ich sie einfach erstmal ignoriere, damit wir das auf beiden Seiten gleich haben. Und zwar wäre das 1, 2, 3, 4. Also würde die Außenwand erst in 4 Blöcken losgehen. Da. Abzüglich 4 macht 25. Dann haben wir auch eine exakte Mitte. Das ist noch besser. Weiß ich nicht, ein bisschen vorne aber einmal markieren. 1, 2, 3, 4 Blöcke ist noch quasi der Weg. Hey! Daran muss ich arbeiten. Was ist das denn? Aha. Hier ist dann die Außenwand. Markieren wir doch. Ja, jetzt genau. Hey, die haben die ganze Nacht durchgebuddelt. Oh. Natürlich auch direkt nach oben. So, Außenwand müsste jetzt... So, ich bin jetzt hinten bei exakt 30 Blöcken. Ich muss mal gucken, ob der dann zur Außenwand wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Ich glaube, 30 wäre der erste Block. Okay. Oh, es tut mir leid, dass ich jetzt nicht mehr nachsehen muss. Ich bin noch nicht ganz glücklich. Erstmal 4. Mann.
gerade. Ich habe gerade irgendwie Sportschwierigkeiten. Außenwand habe ich ihn hier genommen. Den ersten direkt dahinter. Das heißt, da auch Block 30 wird die Außenwand. Hey. Nummer 18. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. What? Was habe ich schon? Ich habe schon wieder Mist gebaut hier. 1, 2, 3, 4, 5. 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ich bin allen zu weit. Ich hab zu weit gegraben. Okay. Kein Problem. Das ist ja das kleinere Problem. Ausdauer. Oh nö. Komm, einer noch. So. Bin schon wieder hungrig. Ist okay, wir haben ja noch Essen da. Oh. Wie viel Blöcke? Also unsere Außenwände sind quasi markiert. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Wie viele Blöcke habe ich jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Oh, okay. Das ist also 24 Blöcke dazwischen. Es ist ja kein großes Problem. Ich habe halt nur gerne eine Mitte beim Bauen. Allerdings gibt es ja jetzt mittlerweile auch anständige Doppeltüren, oder? Ja, ob die anständig ist, weiß ich nicht. Es gibt Stahldoppeltüren. Oh, okay. Ich glaube, ich lasse mich einfach mal drauf ein. Also einen mittleren Durchgang, wo wir eine Mitte haben, das ist okay. Und dann haben wir halt zur Seite immer eine Zweier Mitte haben. Okay. Das kriegen wir aber geregelt. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. Ihr seid die Mitte. Ausdauer. Oh. Oh. Die markieren wir uns noch. Ich stelle mir nämlich gerade vor, dass ich das Lager, beziehungsweise Werkstatt und Lagerbereich irgendwie so zentral in der Mitte habe. Aber ich bin mir auch da noch nicht ganz sicher, ob das so ist, aber ich würde mir gerne die Mitte deswegen einmal anständig markieren. Dann ja eigentlich auch in der nächsten Folge nochmal eine Quest zwischenschieben. Soll uns ja keiner von abhalten. Und dann haben wir nochmal ein bisschen Abwechslung hier drin. Mir war jetzt erstmal wichtig, dass wir hier überhaupt anfangen. Und jetzt hätte ich auch eine gute Beschäftigung für nachts. Einfach ein bisschen graben. Ey, komm, komm! Würde ich hier auch gerne, also zwei Blöcke würde ich hier auch gerne noch wegschlagen. Das wäre jetzt so der Moment für die Twitch-Integration, diesen Milli-Boost, wenn die Zuschauer immer mal ganz nett sind. Dann kommt man hier wenigstens gut voran. Naja, irgendwann im späteren Spielverlauf würden wir auch schneller vorankommen. Aber bis dahin hoffe ich, dass wir schon fortgeschritten sind beim Bau. So, müssen wir jetzt mal weiterzählen. Müsste es jetzt hier 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. Perfekt. Geil. Es ist ein wunderschönes Haus bis jetzt. Yay. Wird schon. Oh. Ich werde mich da mal mit Essen und Trinken ein bisschen zudonnern. Und dann schauen wir beim nächsten Mal, was es bei Jen so gibt. Oh! Ich hab mir schon eine Quest bei ihr mitgenommen. Ist okay. Trick 17 mit Selbstüberlistung. Ist okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.